Am 18. Januar 2023 ist es wieder soweit. Die vierte Nürnberger Sicherheitskonferenz findet statt. Was dich da wartet, erfährst du in diesem Video. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit, dem YouTube-Kanal der Akademie für Sicherheit. Ja, nachdem wir jetzt leider aussetzen mussten wegen Corona, haben wir jetzt im Januar 2023 am 18. die vierte Nürnberger Sicherheitskonferenz. Was erwartet dich da? Worum geht's da? Warum solltest du kommen? Das wollen wir uns jetzt heute hier ansehen. Zunächst mal haben wir fünf Referenten, die zu sehr spannenden Themen dir Infos geben werden. Fängt an mit dem Dr. Carsten Hesse. Der war auch schon in einer YouTube-Folge jetzt vor einigen Wochen. Und zwar geht es ums Thema Social Engineering. Mit dem Begriff kann vielleicht nicht der eine oder andere was anfangen. Hier geht es darum, dass von außen Daten ausgespäht werden. Zum Beispiel, indem hier E-Mails versandt werden, die einen Anhang haben, auf den man, wenn man auf den klickt, hat man sich eine Schadsoftware runtergeladen. Wie kann man sowas vermeiden? Auf was ist da zu achten? Dazu wird uns Herr Dr. Carsten Hesse was erzählen. Dann haben wir, wie bei jeder Sicherheitskonferenz, einen Referenten, der jetzt nichts mit Bewachung zu tun hat, aber trotzdem relevante Themen zur Bewachung erzählen kann. Und zwar ist es der Michael Laslop. Auch mit dem haben wir schon eine YouTube-Folge gedreht, die auch demnächst gesendet werden wird. Da geht es um das Thema Körpersprache und Wirkung. Wie kann ich an der Körpersprache einer anderen Person erkennen, wie wird er sich vielleicht verhalten? Ist er jetzt aggressiv? Ist er unsicher? Wie wirke ich selber auf andere Leute? Was kann ich da tun, um meine Wirkung zu verbessern? Das werden wir in diesem Vortrag hören. Der dritte Referent ist der Herr Reinhold Lutz. Er ist von der baden-württembergischen Polizei, auch damals schon eine YouTube-Folge, wo er das ganz kurz vorgestellt hat, was er uns da erzählen wird. Es geht um dieses Thema öffentliche Sicherheit, private Sicherheit, Polizei, privater Sicherheitsdienst, Kooperation, Zusammenarbeit, Spannungsfeld. Da wird er uns aus seiner praktischen Erfahrung was bei der Sicherheitskonferenz vortragen. Dann haben wir den Heinz Briesmann, auch ein sehr interessanter Referent. Er ist der Leiter der Sicherheit und Logistikmanagementabteilung der Nürnberg Messe, also hat ein Heimspiel bei der Sicherheitskonferenz. Er wird uns erzählen zum Thema, wie hat man aus dem Nichts in Anführungszeichen hier das Krisenmanagement gestaltet zum Thema Corona. Messe war ja da extrem davon betroffen, dürfte ja sehr viele Monate lang überhaupt hier nicht tätig werden. Und last but not least, Felix Timtschenko, auch er ist in der Branche bekannt zum Thema Experte als Thema Risikomanagement und er wird uns über das Thema Security Awareness hier etwas auf der Sicherheitskonferenz näher bringen. Was ist das überhaupt für ein Thema? Um was geht es da? Auf was ist zu achten? Ja, das sind also Punkte, die hier eine Rolle spielen. Ja, soweit das Rahmenprogramm. Ich nenne es jetzt extra Rahmenprogramm, weil aus meiner Sicht der entscheidende Punkt ist, das Netzwerken, das neue Personen in der Sicherheitsbranche kennenlernen, sich mit Leuten, die man schon mal gesehen hat, nochmal hier vernetzen, alte Bekanntschaften aufwärmen in Anführungszeichen. Alles das kann jetzt hier auf der Nürnberger Sicherheitskonferenz passieren. Und der Ansatz ist ja seit dem ersten Mal, wenn wir das Ganze durchführen, immer derselbe. Es gibt ja verschiedene Veranstaltungen der privaten Sicherheit, meistens auf Verbandsebene. Das sind dann immer Verbandsmitglieder zum Beispiel oder Chefs von Sicherheitsunternehmen, die sich dann da austauschen. Und hier ist der Ansatz der, dass eben nicht das Ganze auf einer Ebene läuft, zum Beispiel Management-Ebene, sondern vertikal heißt, es ist jeder willkommen aus der Sicherheitsbranche, vom in Anführungszeichen einfachen Sicherheitsmitarbeiter bis zum Chef eines Unternehmens oder sonstige, die mit der Sicherheitsbranche zu tun haben, zum Beispiel auch aus dem Bereich Technik werden Leute vor Ort sein. Ja, dass sich so jeder hier mit jedem austauschen kann. Und das ist das Entscheidende, dieses von unten nach oben, von oben nach unten, dass man hier voneinander lernen kann, dass man hier miteinander sich austauschen kann, was sonst nirgends möglich ist. Das ist die größte Veranstaltung dieser Art in ganz Deutschland. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich jetzt hier mit den anderen Leuten Kontakt aufnehme, dass ich eben hier nicht, wenn ich zum Beispiel aus Nürnberg komme oder aus München, Hamburg, ist völlig egal, dann kann ich mich mit
Sicherheitsmitarbeitern oder Sicherheitsunternehmen, Kollegen, die vor Ort auch tätig sind, schlecht jetzt über spezielle Probleme unterhalten, weil es ist eine Konkurrenz da, es ist ein Konkurrenzdenken da. Man will vielleicht dem Konkurrenten nicht hier irgendwelche Probleme offenlegen. Auf der Sicherheitskonferenz sind ja Leute aus ganz Deutschland da. Das heißt, wenn jetzt jemand ein Sicherheitsunternehmen in München hat, kann er sich mit einem Kollegen aus Hamburg austauschen, ohne jetzt hier Angst haben zu müssen, dass dem irgendwas Know-how klaut oder irgendwelche Probleme bekannt werden, weil da eben keine Konkurrenz stattfindet. Heißt also, hier kann man jetzt ganz offen mit den Leuten reden, je nachdem, wen man hier kennenlernt, um eben hier eigene Ideen mitzubringen oder eben eigene Ideen von dem anderen jeweils mitzunehmen, um die dann im eigenen Unternehmen oder auch in der eigenen Schicht als Sicherheitsmitarbeiter entsprechend umzusetzen. So, deswegen solltest du zur Sicherheitskonferenz kommen und die Tickets gibt es auf der Homepage www.nürnbergersicherheitskonferenz.de. Wenn du Fragen hast, gerne in die Kommentare, kannst uns auch gerne dazu anrufen. Und falls wieder erwarten, ich gehe nicht davon aus, aber falls wieder erwarten, die Sicherheitskonferenz nicht stattfinden dürfte wegen Corona, bekommst du selbstverständlich den Ticketpreis erstattet. So, das war's. Alles Gute und bis zur nächsten Folge. Thank you.